Digga, das dauert keine 20 Sekunden, dann ist die komplette Welt hier wieder hinüber, Alter. Bist du dumm? Hast du noch nie Minecraft gespielt oder was, Alter? Sag mal, Junge, bist du lost? What the f*** ist denn hier schon wieder los? Ich freue mich heute mit einer ganz aktiven Nummer hier zu starten, meine Freunde. Wir beginnen nämlich heute mit einer Runde Minecraft. Wir haben hier auf jeden Fall wieder etwas gebaut, was vielleicht für den einen oder anderen von euch ein wenig verwirrend wirken könnte. Wir haben nämlich hier eine riesige Welt erschaffen, meine Freunde, die, wie ihr sehen könnt, upside down ist. Also quasi um 90 Grad rotiert. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ihr könnt alle wieder mitmachen. Wir machen heute keine Whitelist, meine Freunde. Ganz großes Shoutout auf jeden Fall an Yorkshire, der das ganze Ding hier gebaut hat. Ehrenbruder Yorkshire hat sich hier mal richtig verausgabt, Leute. Und es sieht komplett insane aus. Wir haben hier ein kleines Village drauf und sowas. Natürlich wächst da drauf jetzt nichts und es läuft auch kein Wasser runter, ne? Also Wasser ist hier Fehlanzeige. Und ihr könnt gerne wieder mitmachen. Ich bin gespannt, wie 100 Spieler mit dieser ganzen Geschichte hier klarkommen. Wie die damit umgehen werden, Leute. Das ist nämlich für mich das Wichtigste hier an der Stelle. Wir whitelisten heute mal gar nicht. Wir machen jetzt einfach mal auf und gucken mal ganz kurz, wie schnell sich hier der Server füllt. Und das geht natürlich hier wieder eine ganz, ganz schnelle und aktive Nummer. Man kann sich hier nicht beschweren. Die Community ist wieder sehr, sehr stark heute. Ja, versucht auf jeden Fall so lange, wie es geht, hier zu überleben. Ich bin mal gespannt, wie ihr damit klarkommt. Weil wenn man sich das vorstellt, ja, man spawnt hier erstmal... Oh mein Gott, ist das dauert. Man spawnt hier unten diesen Misthaufen und muss erstmal klarkommen. Die meisten von euch werden erstmal kläglich wahrscheinlich runterfallen, nehme ich an, oder Tobi? Ja, also es gibt zwei Sachen zu sagen. Einmal die Ores, die sind natürlich so aufgeteilt, dass es passt, also wie normal. Ja, auch, ja. Das Ganze hier ist kein Gras, weil Gras wäre natürlich, also kann man natürlich nicht rotaten, das würde dann nach oben wachsen und würde absolut scheiße aussehen. Ja, ja. Deswegen sind auch Löcher hier ein bisschen drin, Bäume gibt es natürlich normal und ja, die Damen also, und Herren, Saplings die könnten die ja schon noch bekommen. Ich bin mal gespannt, wie die es halt transformieren. Natürlich. Also ihr könnt ja theoretisch, Tobi, nach oben hin, ist das hier offen noch oder ist das hier nicht bebaubar oben hin? Auf dem Ding drauf ist es nicht bebaubar, aber die können ja trotzdem die Erde bebauen. Ihr könntet hier theoretisch halt Bäume hinstellen, das würde in der Theorie gehen. 69 Spieler, nice, Alter, nice, 69. Lustig, weil es eine Zahl. Na, es war lustig wegen 69. Ja, ne? Ich lach da, ich kicher auch das Öfteren. Da werde ich schon ganz rot. Boah, Digga, das ist, diesmal ist es wieder Brain die Leute, ne? Digga, die, diesmal, es war bei uns schon absolut Brain weil die Leute, die sind es ja nicht gewohnt oder die haben sich ja nicht drauf eingestellt. So es war, ist wie das ist kalte Wasser geworfen. Alter, und hoch und hinein ins kalte Wässerchen, ne? So, ja. Oh nein. Oh, was komm denn? Mal her, ich bin in die Schlucht gefallen. Oh nein, Tobi, ich bin ganz unten, ich kann mich nicht mehr hochbauen. Doch, kannst du, weil du kannst einfach hier rausgehen. Weil das ist ja, also du bist ja... Achso. Rotiert, deshalb. Leute, wenn ihr Bock habt, dass wir das ganze Ding mal auf den Kopf quasi machen, dass 100 Spieler auf den Kopf spielen müssen, ist auch eine Idee. Dann drehen wir die komplette Welt einmal um 180 Grad, machen ein bisschen größere Welt und dann läuft der Hase an der Stelle hier. Tobi, öffne die Pforten und 100 Spieler spielen Minecraft, aber verdreht auf Basis. In 3, 2, 1, go. Entflieht. Oh mein Gott. Ja, ja gut, das war abzusehen. Perfekt, ja. Das war abzusehen. Aber Jungs, die spawnen sowieso alle wieder da. Jungs, vielleicht solltet ihr nicht hier alle runter. Also vielleicht, okay, also sie kriegen es auf jeden Fall schon mal hin, sich hier Holz zu organisieren. Yazeroth hier mit einem ganz smarten Move geht nämlich nicht an die Bäume dran, sondern hat sich Holz von den Feldern hier geholt an der Stelle. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ah, er hat sich auch schon ein Sapling geholt. Ganz, 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 ganz nice. Nice. Digga, das dauert keine 20 Sekunden, dann ist die komplette Welt hier wieder hinüber, Alter. Das ist so die seltsam, Frage Mann. Ist, wer findet, also das ist natürlich auch so angeordnet, unten sind Dias, wie normal. Du kannst mal außen rumfliegen. Also zum Beispiel, ne, oben sind ja Dias jetzt, ne? Also quasi, wir müsst jetzt hier quasi durchbuddeln. Ihr seht ja, wo jetzt die Dias sind. Also ihr müsst jetzt quasi von hier einmal durchbuddeln, um die Dias zu finden. Ihr seht hier auch, alles ist da. Wir haben kleine Höhlensysteme und so weiter und so fort, alles drin. Und ja, an sich ist es eigentlich echt easy, an Dias ranzukommen, wenn man so überlegt, ne? Normalerweise müsste man nur hier einmal so sich durchfräsen. Ja gut, die sehen ja nicht, wo die sind, ne? Nee, das habe ich auch gerade nicht gezeigt. Das wäre voll dumm, wenn ich das gemacht hätte. Wäre ja sau dumm, wenn ich denen das gezeigt hätte. Stupid! Nee, also ich meine, die können ja, also, die wissen ja nicht, welche. Digga, das ist wieder wie im Ameisenglas. Nur geiler, weil die Ameisen diesmal ein bisschen dümmer sind und auf Heroin, weil es alles verdreht. Ist es auf Heroin so, dass alles verdreht ist? Tobi, du hast das schon mal genommen. Hab ich nicht, auf das zu sagen. Die Leute glauben das. Einmal. Spaß. Guck mal, die bauen sich hier einen neuen Boden hin. Siehst du das, Tobi? Ja, kannst du bitte sagen, dass ich kein Heroin genommen habe? Tobi hat kein Heroin genommen, wirklich nicht. Danke. Einmal nur. Die bauen sich hier einen komplett neuen Boden. Guck mal, die fangen nämlich jetzt hier auf diesem unsichtbaren Boden umherzulaufen. Und du meinst, die bauen sich nach oben. Holz wird hier auf jeden Fall gefarmt. MC Expert natürlich auch am Start. Es ist nämlich Dennis Dirk. Man kennt ihn nicht, den Dirk, sondern Dennis Dirk, Alter. Wer wird hier die ersten Dias grinden, ist an der Stelle die Frage hier. Die Schlucht wird auf jeden Fall schon gut gefarmt. Hier werden auf jeden Fall schon die ersten Pickaxes gecraftet. Der Typ wird sich auf jeden Fall das Eisen direkt mal holen. Bis dato eine relativ friedliche Nummer. Ich bin auf jeden Fall mal wieder gespannt, wie lange es dauert, bis hier die komplette Welt wieder verschandelt ist. Wisst ihr, ich finde es immer schade. Wir machen sowas Schönes für euch, ja? Denn zergreift ihr das einfach, macht alles kaputt hier mit so hässlichen Erdtürmen. Das finde ich scheiße. Was ist dein Plan hier? Du kleiner Gago. Was denn? Bro.
Was ist deine Idee? Also meine Community ist auf jeden Fall schon, ja, also die haben alle sehr, sehr weirde Skins hier, die Leute, Tobi, ne? Die sind spezial, ja, sagen wir einfach. Guck dir mal Classic Jacob zum Beispiel an, der sieht aus wie ein Zurückgebliebener, Alter. Und DJ Jonas schlägt ihn einfach. Oh, und da stirbt Classic Jacob gleich weiter. Junge, Digga. Wie sieht der aus, Alter? Die sehen alle komplett geisteskrank hier aus, die Leute. Die haben alle echt ein großes Problem, Junge. Ibims der Coole hat es geschafft, nach ganz oben zu kommen. Jetzt die Frage, was? Hat Ibims der Coole auch tatsächlich mitgedacht und eventuell Holz mitgenommen? Weil er könnte sich hier zuerst die Dias grinden. Nein, hat er nicht. Er baut einfach nur Erde ab. Tobi, warum? Ibims, du hast es geschafft. Was ist Digga, denn mit dir, der Bro? Kommt, der Dias ist weit. Was denn dein Plan ist? Guck mal hier. Jetzt die Frage, wer holt sich hier zuerst die Dias, die hier hinten zu sehen sind, die ich nicht gezeigt habe, damit die keiner bekommt? Man sieht jetzt hier schon überall diese Erdtunnel, das stört mich jetzt schon wieder. Man baut doch einfach eine Leiter für alle Leute oder sowas. Wisst ihr was, Tobi, ich baue jetzt eine Leiter für die. Die wahrscheinlich eh wieder in 2 Sekunden abgebaut wird von irgendeinem. Ja, vergiss es. Aber es ist mir jetzt egal. Ich möchte, dass die Leute hier die Möglichkeit haben, nach oben zu kommen, ohne die ganze Welt zu verschandeln, okay? Okay. Alter, guck mal, das ist auch ein Event. 100 Spieler klettern eine Leiter hoch. Wer wird zuerst nach oben kommen und den großen Preis gewinnen? Let's go. Das ist absolut. Was ist der große Preis? Warte mal, aber es wäre echt ein lustiges Event. Oder? Wenn man wirklich einfach eine Leiter macht, 100 Spieler, und die lässt man auf einmal auf diese Leiter. Ja. Und es gibt so Bögen und alles. Und alle können sich so mit Feuer. Und Explosionen. Drachen. Und es gibt so Creeper, die schießen so. Und dann so Laser aus den. Und boah, geil. Alter, wie nice. Der Flash hier auf jeden Fall aggressiver vorpushen. Und Currycraft hier. Wer holt sich jetzt zuerst die Dias, Leute? Wer holt sich jetzt zuerst die Dias? Das ist natürlich jetzt die große Frage an der Stelle. Immer die Leiter weiter, auf dem Boden. Weiter. Ich weiß gar nicht. Hoch die Leiter. Ich weiß die Leiter gar nicht. Verstehst du, weil die sind auf dem Boden. Und die können ja da gar nicht da hoch. Das ist eigentlich eine Minecart-Strecke, nur umgedreht jetzt. Stimmt. Aber das Ding ist halt, guck mal, hier ist eine Leiter und die prügeln sich trotzdem an der Leiter alle. Was ist mit dir hier? Viel zu knuffig. Was ist das, vielleicht auch mal jetzt irgendwie aktiv? Nee, okay, gut. Oh, Herr Frau Benocrafter. Moment mal, das sieht mir ganz stark nach einem X-Ray aus, oder? Naja, wobei, du hast es ja davor gezeigt, ne? Also ja gut, aber ich meine, als ob das jemand gemerkt hat. Wer holt sich hier oben die Dias, meine Freunde? Es ist immer noch niemand da tatsächlich. Ihr versteht scheinbar nicht, wie es funktioniert zu Stream-Snipen. In anderen Games kriegt ihr das doch auch hin. Ich verstehe nicht, warum er das jetzt gerade nicht tut. Jetzt hat Benocrafter auch keine Eisenspitzhacke. Und er steht ja davor. Ja. Perfekt, ist ja nicht so, als wären hier direkt Eisen, ne? Also ich meine, du sollst die nicht mit der Steinspitzhacke, hallo, nein, nein! Der baut die mit der Steinspitzhacke ab, Tobi! Nee, der, oder? Junge, Benocrafter, hör auf! Bist du dumm, hast du noch nicht Minecraft gespielt oder was, Alter? Digga, nee! Was macht... Ah, okay, jetzt findet das keiner mehr. Hast du sehr gut versteckt. Das hast du sehr, sehr gut versteckt. Ganz tolles Ding, wirklich. Also wirklich klasse. Klasse, Mann. Ganz, 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 ganz klasse. Also ganz tolle Nummer. Ich muss ehrlich sagen, Tobi, die Welt ist nicht so zergrieft wie sonst. Wir haben hier den, oh Gott, Romeox hier gerade auf einer Backstep-Aktion unterwegs. Der Flash nämlich hier ganz aggressiv auf dem Wege zum Ruhm. Aber es kommt ihm jetzt so vor und der, Moment, ist es Le Flash? Ist es Le Flash versus der Flash? Ice Flash rennt an den Dias vorbei. Oh mein Gott. Sag mal, Junge, bist du lost? Bist du lost? Er hat auch und da von der hinten. Flash holt sich, Romeox will sich hier einfach die Dias wegsnacken, Alter, auf ehrenlose Basis. Und der Flash ist ja der Erste, der hier die Diamanten findet. Benocrafter, werden hier gerade ganz fix die Dias hops genommen. Ja. Benocrafter baut weiter mit der Steinspitzhacke, die... Oh, jetzt ist er gerade gestorben, okay. Tötet euch doch. Morgan Zen hat einfach Benocrafter hier gerade umgehauen, weil er die ganzen Dias mit der Steinspitzhacke abgehauen hat. Jetzt wird interessant, Tobi, weil jetzt spawnen nämlich Mobs, ne? Nein, doch. Wow. Was ist denn hier mit euch los, Alter? Seid ihr alle lost, Digga? Die haben hier die... Hallo, hau ein Unicorn, hier sind Dias über dir. Magic Flower, hast du eventuell eine Eisenspitzhacke? Wisst ihr, dass ihr Eisenspitzhacken braucht? Oh Gott, Leute. Ey, Leute, hier ist 80.000 Eisen. Die sind alle, Leute sind alle echt dumm, Tobi. Habe ich wirklich das Gefühl, also no front. Eine Sache habt ihr, by the way, vergessen. Wir setzen mal ein paar Melonenblöcke, damit es was zu essen gibt für alle Leute. Dann gibt es hier leckeres Essen und dann muss man das nicht verrecken. Dann kann man sich das auch reinzecken, sag ich mal, so wie es ist. Ich bin richtig froh, dass du dabei bist, Widow. Danke, ey. Wow, cool, Mann. Cool, ey. Minecraft, yeah. Wie kann man Melonen ohne Wasser anbauen? Tja, mein Guter, das ist eine berechtigte Frage. Ja, also, was hast du da bitte gemacht? Ja, ist ein See jetzt hier, nicht? Jan Meier, bitte? Was ist denn mit Jan Meier hier los? Was macht der, Tobi? Jan Meier ist, glaube ich, stuck. Entschuldigen Sie. Ich würde sagen, wir geben euch jetzt mal ein bisschen Zeit, ja? Und dann schauen wir zwei später nochmal rein, oder? Gut, Leute, dann machen wir hier einen kleinen Cut. Und sehen Sie in der Stunde wieder. Bis gleich.
Wir fangen auf jeden Fall hier unten an, eine Mauer zu bauen. Die haben sich hier irgendwie eine Mauer gebaut, Alter. Die Mauer der friedlichen Blumenpflanzer. Hier ist Frieden. Alles klar. Okay, das hat sich relativ schnell ergeben, dass hier auf jeden Fall eine Mauer gebaut worden ist. What the f*** ist denn hier schon wieder los? Was zum Teufel, Alter? Was zum Teufel? Wie kriegt ihr das hin, dass ihr immer wieder... Ey, Leute, das ist einfach zu wild. Das ist zu krass. Jetzt ist hier schon wieder eine komplette Base entstanden, Alter. Jungs, Mädels, wollen wir reden, Alter? Wollen wir reden oder was? Was ist denn mit euch? Holy shit. Der ist auf jeden Fall zu wild an der Stelle hier. Hier haben wir auf jeden Fall auch eine Base, die aus Öfen besteht. Warum denn auch nicht? Hier ist auch nochmal ein Raum. Aber die haben es ja mal wieder komplett übertrieben hier an der Stelle. Hier wachsen sogar Melonen und hier steht drin. OG seit dem ersten Event. Okay, ja, ja, ich weiß, ich kenne euch alle. Dann mal Bahn oder das Stream-Event betreten. Kriegt Donbal Bano raus. So. Ja, also hat sich auf jeden Fall einiges getan. Ich würde sagen, wir geben euch noch ein bisschen mehr Zeit. Ich bin gespannt an der Stelle. Gut, dann sehen wir uns später nochmal wieder, meine Freunde. Bis denn. Dann gucken wir mal ganz kurz, was sich hier getan hat. Also, das ganze Ding sieht komplett zergrieft aus. Natürlich, was auch sonst hier steht auf jeden Fall. Der Spawn scheint auf jeden Fall wieder Spawn-Trap zu sein. Asozial, das entfernen wir natürlich direkt mal. Dann haben wir unten auf jeden Fall eine kleine Burg, die sie sich gebaut haben. Sehr schön hier mit einem kleinen Tunnel drin und sowas. Nicht schlecht. Dann haben wir hier Team Bambus auf jeden Fall wieder mit einer aggressiven Base. Zum Betreten Hacker, Bambus, okay, alles klar. Hier ist auf jeden Fall einiges gegrieft worden. Don Balbano. Lull, was? What the f***, Alter. Wie schaffen das die Leute denn immer wieder da rauszukommen? Kann doch nicht sein. Wir respawnen oben. Ich verstehe es einfach nicht. Ey, ich verstehe es nicht, Mann. Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ja gut, Leute, also, was soll ich sagen, ne? Ihr habt es auf jeden Fall wieder ganz toll hinbekommen. Es haben sich wieder Fraktionen gebildet. Die komplette Welt ist zergrieft worden. Im Großen und Ganzen sieht das wieder aus wie ein riesiger Haufen, den ihr hier gemacht habt. Ganz tolles Ding, wirklich. Ganz, ganz tolles Ding, Leute. Ihr habt den Spawnpunkt mal wieder komplett abused und alles kaputt gemacht. Danke an der Stelle an sämtliche Leute, die hier gebaut haben. Es war es auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Ich bin an der Stelle raus. Ich lasse jetzt einfach den Server hier laufen. Mich juckt es an der Stelle nicht. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da oder rein. Tschüss.